Weiter geht's bei Black Mirror 3 und mittlerweile in den Katakomben und mit einer immer noch heiseren Yasu, die jetzt hier Tee trinkt und hofft, dass es dadurch irgendwie besser wird. In den ganzen Kanälen steht das Wasser. Vielleicht ist irgendwo ein Abfluss verstopft. Vielleicht. Das ist... Was? Das Haus in Verbindung mit der Amphore. Das könnte ein Lager bedeuten. Amphoren waren damals das, was heute Fässer sind. Das Haus in Verbindung mit der... Eine frühe Variante der Fackel und... Dieses Zeichen habe ich noch nie gesehen. Ein Vogel bedeutet meistens den Tod einer Person. Dazu passend haben wir hier auch einen Kopf. Von wem auch immer. Okay. Der Fisch ist das Symbol für den ersten Tag nach Neumond. Zusammen mit der Hand? Das macht keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. Die Kette kommt aus dem Schacht und verschwindet im Wasser. Ein Schwimmbecken für Kellergeister? Ich verstehe nicht, was das hier soll. Okay, jetzt kann Adrian sich umsehen, dann können die beiden ja miteinander reden. Hier sind ein Vogelrelief. Ach, Entschuldigung. In dem Ambiente hier kann das nur ein Whirlpool sein. Boah, das Wasser steht wohl schon eine ganze Weile. Ich nehme an, es sind die Reste vom Löschwasser. Zumindest ist es kein normales Abwasser. Gott sei Dank. Ja, das Ganze hier könnte eine Art Zisterne sein. Das Regenwasser, das sich rund um das Schloss ansammelt, wird hier zusammengeführt und vergammelt dann. Nein, es muss irgendwo auch einen Abfluss geben. Ich glaube, das soll ein Haus sein. Oder eine Hütte. Eine stabile Kette. Sie hängt ins Wasser hinein. Eine stabile Kette. Hier sind ein Haus und ein Krug abgebildet. Er sagt jetzt nochmal das Gleiche, oder wie? Nur ohne diese schönen Erklärungen. Hier sind eine Mistgabel und eine Blume. Hier sind ein Vogel und ein Kopf eingemeißelt. An dieser Säule sind ein Fisch und eine Hand. Ja, viel Neues gibt's hier also auch nicht. Dann sprechen wir doch mal mit Valentina. Valentina? Ja? Sagen dir diese Symbole hier überall etwas? Jetzt wieder du? Entscheidet euch doch mal. Diese Symbole sehen aus wie piktische Glyphen. Eigentlich eine uralte Schriftart, mehr als 6000 Jahre alt. Ich frage mich, was sie an diesen Mauern zu suchen hat. Vielleicht fand einer meiner Vorfahren die Dinger hübsch. Weißt du, was sie bedeuten? Ja, so ungefähr. Aber frag mich nicht, wie man sie ausspricht. Ich sehe hier keinen weiteren Ausgang. Du? So wie es aussieht, befinden wir uns in einer Sackgasse. Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss es weitergehen. Vielleicht noch ein Geheimgang? Wäre nicht undenkbar. Halt die Augen offen. Okay, switchen. Im Moment gibt es nichts mit Adrian zu besprechen. Dann spielen wir Adrian, den mag ich irgendwie lieber. Ich glaube nämlich, wir müssen jetzt in den Keller. Und ich musste jetzt gerade überlegen, wie man da nochmal hinkommt. Es ist zu dunkel dort unten. Ich sollte mir erstmal Licht besorgen. Grablichter sind Licht super. Für die Toten. Ich habe mit einem meine Uroma umgebracht, will ich nicht sagen, aber ich habe nachgeholfen. Ein Baustrahler, wie sie überall im Schloss stehen. Nur ohne Strom.
Ah, da brauchen wir bestimmt das Verlängerungskabel für. Hier unten gibt es keine Steckdosen. Ja, aber oben, deswegen sollst du doch das Verlängerungskabel nehmen, oder ist es zu kurz? Ein Baustrahler, wie sie... Das packen wir jetzt aber nicht an. Unter den Pfützen sind eigentlich Abflüsse. Aber die riesigen Mengen an Löschwasser hat die Kanalisation wohl nicht verkraftet. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Dunkle Ecke. Dort hinten liegen nur kaputte Kisten und Fässer. Valentina? Kannst du mich hören? Ja! Ich brauche mehr Licht. Das weiß ich, aber wie? Um den Brunnen herum liegen Metallgitter. Keine Ahnung, wozu die gut sein sollen. Das ist wohl die Wasserpumpe, mit dem sie das Löschwasser abgepumpt haben. Ein richtiges Ungetüm und uralt. Wundert mich, dass das Ding überhaupt noch funktioniert. Ich brauche mehr Licht. Das weiß ich doch, Schatz. Hier stehen zwei riesige Wasserbecken. Stammen wohl noch aus der Zeit, als es kein fließend Wasser gab. Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Geh mal einen Schritt schneller. Samuel hätte ich fast gesagt. Ich habe ihn lange nicht mehr George genannt. So, das kommt jetzt nämlich in die Steckdose. Ja, wir müssen das erst oben einstöpseln, warum auch immer. Jetzt habe ich unten die Möglichkeit, etwas anzuschließen. Hier ist das Ende des Verlängerungskabels. Ein Baustrahler, wie sie überall im Schloss stehen. Nur ohne Strom. Und es werde Licht. Stimmt's? 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 Energie. Was ist, wenn wir das anpacken? Sterben wir? Von der Decke baumelt ein dickes Stromkabel knapp über einer Pfütze mit Wasser. Greg hatte recht. Ungefährlich ist das hier nicht. Wenn ich kein Ex-Physikstudent wäre, würde ich so eine Aktion Selbstmord nennen. Das Kabelende hängt jetzt direkt im Wasser. So, jetzt müssen wir aufpassen, wo wir lang gehen. Aber erstmal gucken wir uns jetzt, all die Dinge an, die wir vorhin nicht angucken konnten. Valentina? Kannst du mich... Das hatten wir doch schon. Um den Brunnen herum liegen Metallgitter. Keine Ahnung, wozu die gut sein sollen. Muss ein Ziel... Was? Ich hasse das. Mal reagierst du mal nicht. Wo ist denn die Kette gut? Ach, die kommt hier an die Wasserpumpe. Ich glaube nicht, dass die Pumpe Metallketten ansaugt. Nicht. Ich schätze mal, das ist der Hauptschalter für den Strom im Keller. Wer braucht schon Sicherungen, wenn er so einen großen Hebel hat? Ja, komm, mach mal. Der Strom ist an. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete und was ich anfasse. Dann mach wieder aus. Der Strom ist wieder aus. Kisten mit leeren Weinflaschen. Falls es ein Leben nach Mordred für mich geben sollte, werde ich das Schloss gründlich aufräumen und das ganze Zeug wegschmeißen. Beziehungsweise ich werde Edward damit beauftragen.
Das ist geil, oder? Will ich auch. Lea, ich vermute mal, hier hat man früher Wein oder Bier gelagert. Die Zeiten sind aber schon lange vorbei. Keller werden meistens als Endlager für alle Arten von Sperrmüll genutzt. Selbst in englischen Schlössern ist es nicht anders. Auf den ersten Blick ist nichts Nützliches dabei. Auf den zweiten Blick auch nicht. Ich wollte gerade fragen, was ist mit dem zweiten? Damit kann man die Pumpe ein- und ausschalten. Sogar die Drehrichtung und Geschwindigkeit kann man einstellen. Ich kann mir damit theoretisch den Keller auch langsam oder schnell wieder vollpumpen. Das Drahtseil ist fest um die Rohre gewickelt. Ich schätze, es diente als Erdung für die Wasserpumpe. Ich stecke das Kabel in die Klemme an der Pumpe. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt gerade tun, ne? Ich probiere einfach alles aus. Da tut sich nichts. Stromanschluss. Ich denke, das ist der Stromanschluss für die Wasserpumpe. Damals gab es wohl noch keine Stecker. Da ist ja nur ein Pol. Funktioniert das Ding etwa mit Gleichstrom? Dann ist das da bei den Rohren gar keine Erdung, sondern wahrscheinlich der zweite Pol. Hä, ans Gitter? Das Stromkabel hängt jetzt durch das Gitter hindurch ins Wasser. Aha. Jetzt können wir den Strom anschalten. Der Strom ist an. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete und was ich anfasse. Ah, wir haben Strom. Die Konstruktion funktioniert. Aber es kommt fast kein Strom an. Das Wasser leitet nicht wirklich gut. Ah, ich weiß, was wir machen müssen. So, vorsichtig, Adrian. Ganz am Rand lang gehen, bitte. Pass auf deine Füße auf. Der Strom ist wieder aus. Wir brauchen nämlich Salz, weil ich glaube, Salzwasser leitet besser. Der ich weiß nicht mehr, warum. Zur Hälfte aber mit einem weißen Salz gefüllt? Vermutlich Streusalz. Nimm mit. Ich nehme mir eine Handvoll Streusalz mit, falls ich mal einer Oma über eine gefrorene Straße helfen muss. Oder falls du dir britischen Toast machen willst und die Butter nicht gesalzen ist. So. Auf Pfeffer und Rosmarin verzichte ich. Die Pfütze ist jetzt richtig schön gesalzen. Der Strom ist an. Ich sollte aufpassen. Ja, sag das doch nicht immer, Schatz. Ich hab's doch verstanden. Ein Hoch auf die Elektrizität. Ja, und jetzt? Recht übersichtlich gebaut. Rechts der Motor, links die Pumpvorrichtung. Die beiden sind mit einer langen Welle verbunden. Die Innereien einer Wasserpumpe. Und kann ich da jetzt irgendwas mitmachen? Hier, so? Aha, ich kann das Seil an den Brunnen packen. Ich knote das Seil hier an der Säule fest und lasse es den Schacht runter. Ja, und nu? Da hängt ein Seil im Brunnen. Valentina!
Können wir aufhören, das immer zu machen? Sag mir viel lieber, was wir jetzt hier mit der Pumpe machen sollen. Die Innereien einer Wasserpumpe. Keine Ahnung, was das für Rohre sind. Ich vermute mal Wasser oder Abwasser. Okay, ich mache jetzt den Strom wieder aus. Der Strom ist wieder aus. Und hol jetzt mal Valentina her. Die Kette kommt aus dem Ich habe das Gefühl, wir brauchen die jetzt. Im Moment gibt es nichts mit Aid. Was? Ich wüsste nicht, was ich sie gerade... Das Seil hängt im Brunnen. Eine Wasserpumpe. Die Handwerker haben sie mitgebracht, um den Keller auszupumpen. Eigentlich war das Ding nur für eine Woche gemietet. Ich weiß nicht, wie man die Maschine bedient. Und ich möchte es auch gar nicht wissen. Okay, gucken wir mal ins Tagebuch. Da muss doch jetzt stehen... Ach so, halt. Was ich zu tun habe. Wir haben den Zugang zur Kanalisation gefunden. Von dort muss es in die Katakomben gehen. Zumindest deuten die ganzen Symbole darauf hin. Im Keller steht eine alte Pumpe. Vielleicht kann ich sie in Gang bringen. Nach ihrem Alter zu urteilen, müsste ein einfacher Stromanschluss reichen. Und erden muss ich sie auf jeden Fall auch. Ich habe die Pumpe über die Rohre geerdet. Die Pumpe hat Strom, nur nicht genug, wenn diese verdammte Pfütze nur leitfähig wäre. Mit dem Salz in der Pfütze sollte genug Strom ankommen. Ja, das habe ich jetzt auch schon, aber was machen wir jetzt damit? Adrian, das hilft mir überhaupt nicht weiter. Der Strom ist an. Ich sollte auf... Wir machen wieder aus. Der Strom ist wieder aus. Die Innereien einer Wasser... Ah, Moment, ich habe ja noch die Kette. Wenn ich die Kette um die Antriebswelle wickle, könnte ich die Wasserpumpe als Seilwinde gebrauchen. Tada! Oh, dieser Tee ist so schäbig. Ich hoffe, der Motor ist stark genug. Ja, ob er das ist, seht ihr gleich.